Haartransplantation habe ich jetzt nicht so dokumentiert. Das war so gewesen, dass ich die in Wiesbaden hatte. Das Ergebnis von der dritten Haartransplantation war so gewesen, wie ich es euch jetzt hier zeige. So sah meine Haare dann auch aus nach der zweiten Haartransplantation. So, liebe Leute da draußen. Langsam heilt's ab. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, ob da Haare rauswachsen, ob man das jetzt hier auf dem Video sehen kann. Das ist das Ergebnis nach genau 7 Tagen. Montag werden dann die Fäden gezogen und dann ist das auf jeden Fall auch weg. Hier, das ist die Narbe, so sieht das dann aus. Und dann war der Next Step die dritte Haartransplantation. Der nächste Step, wo ich sage, jetzt bin ich auch irgendwann zufrieden mit meinen Haaren und so könnte ich dann auf jeden Fall mich auch mal irgendwie dann mit Haaren zeigen, die nach hinten gehen oder sonstiges. Und ja, auch wieder FUT-Technik, auch wieder Streifen raus. Ich war mit dem Ergebnis zufrieden, aber ich war noch nicht ganz so zufrieden. Darum habe ich mich entschieden, das war jetzt so vor über einem Jahr circa, im Februar, letztes Jahr im Februar, noch eine vierte und letzte Haartransplantation zu machen. Also für mich sollte es eigentlich die letzte sein. Aber man weiß nie, vielleicht kann es auch noch sein, dass eine fünfte kommt. Transplantation, wie oft ich das Wort jetzt schon gesagt habe. Dann in Düsseldorf bin ich auch wieder mit Jerry gefahren, mit seinem Van. Und hat er mich auch wieder gefahren und diesmal hat er mich dann praktisch auch dann wieder nach Hause gebracht. Dazu habe ich natürlich auch alle Bilder und das war zum ersten Mal die FUE-Technik. So sahen meine Haare praktisch vorher aus, bevor ich diese Haartransplantation gemacht habe. Also das war praktisch das Ergebnis nach der dritten Haartransplantation. Wie ihr seht, da sind natürlich auch noch die ganzen Lücken hier. Das war noch nicht alles so voll gewesen, weil ich jetzt auch gerade die Lücken sehe. Es gibt für Männer, falls ihr jetzt gerade noch keine Haartransplantation gemacht habt oder es machen wollt und eure Haare so ein bisschen lichter werden, gibt es natürlich auch eine gute Lösung, eure Haare so ein bisschen abzudecken, wenn ihr zum Beispiel in den Club geht oder sonstiges. Hair Effect, das ist praktisch schon ein Pulver, das macht ihr dann drauf. Das gibt es auch, könnt ihr anpassen in euren Farben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen Medium Braun. Da gibt es auch noch ein Blond, gibt es auch noch ein Schwarz. Und dann könnt ihr praktisch diese Stellen hier alle so abdecken, indem ihr das praktisch da drüber macht. Dann sieht das aus, als ob ihr volles Haar habt. Auch die Männer können tricksen. Gibt es auf Amazon, könnt ihr mal gucken. Hair Effect. Und vielleicht hilft euch jetzt erstmal weiter so praktisch, dass ihr erstmal bei euch eure Haare abdecken könnt, bevor ihr vielleicht eine Transplantation macht. Ne? Also das mal als Tipp, by the way. Bevor ich die vierte gemacht habe. Und zwar sah das dann so aus, dass sie mir erstmal hinten praktisch schon Streifen rausgeschnitten haben. Ich habe jetzt einfach mal einen Streifen am Kopf. Da wurden die Haare entnommen und gleich dann hier vorne eingesetzt. Du kannst deine Haare ranlassen. Du musst jetzt keine Glatze tragen, ist kein Muss. Da, was ihr jetzt seht, haben die mir dann die ganzen Grafts, die Wurzeln rausgenommen mit diesem kleinen Bohrer sozusagen. So sieht das ungefähr aus. Sieht man nicht, wenn die Haare drüber sind. Also keiner würde merken, dass ihr jetzt praktisch eine Lücke habt sozusagen. Ne? Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn wie die Grafts aussehen. Die sehen nämlich so aus. Ja, also wie ihr seht, sind das jetzt hier die ganzen Haarwurzeln, also das sind eure Grafts. Da sind manchmal auch in einem Graft 2 oder 3 Haarwurzeln drin. Also so sehen dann die Haare aus, die dann praktisch bei euch vorne eingepflanzt werden sollten. Und dann natürlich hier ein Video, wie das dann ungefähr ist, wenn euch die Haare eingesetzt werden. Das war natürlich dann der erste Prozess. Dann war ich soweit ready und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass jetzt die vierte Haartransplantation am Schlüssel war. Diese Lücken hier wollte ich einfach nochmal mit der vierten Haartransplantation füllen. Das war so ungefähr meine Vorstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nochmal irgendwann eine fünfte Haartransplantation mache. Das Wort ist so, also ihr könnt ja mal mitsehen, wie oft ich das gesagt habe in diesem Video. Weil ich mir denke, vielleicht nochmal ein bisschen auffüllen, die Haare noch ein bisschen fester, noch ein bisschen dicker. Ich habe das mal analysieren lassen. Ich habe praktisch dicke Haarwurzeln, aber nicht so nah aneinander verteilt. Also ich habe mehrere Lücken und dadurch sind die Haare natürlich nicht nah beieinander und dadurch entstehen so ein bisschen Lücken, dass es Licht aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Und vielleicht würde ich dann ungefähr nochmal so ein paar Lücken auffüllen wollen. Wenn ihr Haarausfall habt und euch das sehr belastet, ihr stellt euch dann immer vor, wie es wäre, so Haare zu haben. So wie so ein Surferboy zum Beispiel, der lange Haare hat, der am Strand lang geht und ihr greift euch einfach durch die Haare, macht die so nach hinten und findet es einfach cool und schön an. Wenn du aber keine Haare da vorne mehr hast, dann ist da nichts und dann kannst du noch auch nicht deine Haare lang wachsen lassen, kannst kaum Frisuren machen und sonstiges. Es geht ans Selbstbewusstsein. Dadurch wird dir dein Selbstbewusstsein so ein bisschen genommen. Haare geben natürlich auch Selbstbewusstsein allgemein. Es ist auch einfach schön, Menschen zu betrachten, die tolle Haare haben oder coole Frisuren machen können oder sonstiges. Und gerade bei Frauen ist es so, wenn Frauen Haarausfall bekommen, dann geht das auch richtig krass ans Selbstbewusstsein und dann können die meisten Frauen auch dafür nichts. Aber es gibt, wie gesagt, eine Lösung. Es gibt heutzutage so viele Wege. Es gibt auch Perücken, die man so richtig ankleben kann, wenn ihr keine machen wollt, zum Beispiel keine Transplantation. Dass ihr dann die Haare so habt aus Echthaar, dann sieht das auch ganz nice aus. Oder wie gesagt, ihr geht den Weg, den ich gegangen bin. Das ist ein längerer Weg, das ist ein längerer Prozess. Ich habe insgesamt für diese 4 Haartransplantationen 15.000 Euro gezahlt circa. Ja. Über die Jahre verteilt, auch mit Ratenzahlungen einige Sachen. Ich glaube, alles komplett sogar. Wenn ihr jetzt gerade keine anderen Möglichkeiten habt, dann würde ich es auf jeden Fall so euch empfehlen, dass ihr es mit Ratenzahlung macht. Da zahlt ihr ein bisschen extra oben drauf, glaube ich, noch auf die Jahre gesehen mit Zinsen, aber die sind nicht so hoch. Es gibt viele Wege und natürlich auch an die Frauen. Ihr könnt auch so einen Hair-Effekt benutzen, dass ihr das erstmal abdeckt, wenn ihr damit unzufrieden seid. Aber ich kann es euch empfehlen, geht diesen Weg. Es lohnt sich, weil wenn ihr zum Beispiel eine Halbglatze kennt oder so Kreisrundenausfall, ne, meistens sind die Haare immer noch hier.
Ne? Und genau aus diesem Bereich werden die Haare nach vorne verpflanzt. Das heißt, von hier hinten, diese Wurzeln, die werden nach vorne verpflanzt. Und man sagt, dass die Haarwurzeln von hinten, wenn die vorne eingepflanzt sind, nicht mehr ausfallen. Weil diese Haare fallen dir ja auch nicht aus. Das, weil es noch zur Körperbehaarung gehört. Wenn du die vorne einpflanzen lässt, dann fallen die einfach nicht mehr aus. Das heißt, wenn ihr einmal eine gemacht habt, bleiben die Haare auf jeden Fall da. Kann aber sein, dass hier hinten auf einmal dann die Haare ausfallen, weil die jetzt nicht transplantiert wurden. Da empfehle ich euch auch auf jeden Fall was. Das nehme ich jetzt schon seit mehreren Jahren. Das ist das einzigste Mittel gegen Haarausfall. Es nennt sich Finasterid. Das sind so kleine orangen Tabletten. Wenn ihr die einnehmt, schützen sie praktisch euch vor Haarausfall und lassen sogar auch neue Haarwurzeln wieder regenerieren. Finasterid wurde damals getestet gegen Prostatakrebs. Ich habe auch wirklich durch Finasterid wieder Haarwurzeln wachsen sehen. Klar. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich hatte schon den Eindruck, dass meine Haare wieder dicker und voller werden, Wurzeln sich regenerieren, die eigentlich gar nicht mehr da sind. Das heißt, so Babyhaare dann wieder zu normalen Haaren werden. Das ist deine Haarwurzel und Finasterid macht so einen kleinen Schutzfilm unter dieser Haarwurzel. Wenn dann Testosteron rankommen möchte, kommt es nicht ran, wird abgeblockt sozusagen durch diesen Schutzfilm. Deine Haarwurzel wird nicht angegriffen. Deine Haarwurzel ist durch Finasterid geschützt und es schützt dich vor Haarausfall und lässt deine Wurzeln wieder regenerieren. Ich glaube, es kostet so 200 €. Und reicht immer so drei bis vier Monate, bin ich mir nicht sicher, müsst ihr euch natürlich auch verschreiben lassen. Ich sage immer alles, keine 100%igen Fakten, ich rede nur von meiner Erfahrung, kann bei jedem anders wirken, gibt natürlich auch Nebenwirkungen. Also bei mir war es auf jeden Fall bis jetzt so gewesen, dass ich jetzt keine Nebenwirkungen gespürt habe, dass eigentlich alles soweit in Ordnung ist. Also wenn ihr jetzt erstmal keine Transplantation macht oder euch keine Perücke holen wollt oder sonstiges, dann würde ich euch empfehlen, Finasterid zu benutzen. Oder falls ihr merkt, es könnte langsam anfangen mit Haarausfall, empfehle ich euch die Tabletten, vielleicht kann er dann noch gestoppt werden rechtzeitig, dass ihr erst gar nicht diesen Schritt gehen müsst. Ich verlinke euch auch in der Videobeschreibung das Unternehmen, wo ich es gemacht habe, bei Mang Medical One. Könnt ihr euch gerne belesen und auch vielleicht einen Termin machen. Nach der Haartransplantation können natürlich auch Schwellungen auftauchen, weil am Anfang ist es so, dass ihr meistens immer so einen Stirnband bekommen habt. Das machen sie jetzt nicht mehr. Das hat praktisch den Blutstau da oben so gehalten und das Blut konnte jetzt nicht ablaufen. Dadurch hat es dann meistens wie so eine Beule. Ist aber nicht so förderlich, weil es auch die Wurzeln drücken könnte. Du hast immer eine richtig krasse Beule. Dadurch hatte ich auch in den ersten Transplantationen kein dickes Gesicht oder sonstiges. Bei der vierten war es so gewesen, dass ich das Band nicht hatte und dann sah ich dann teilweise einfach so aus. Ne? Also mein Gesicht ist auf jeden Fall richtig angeschwollen gewesen. Man sieht das zum Beispiel hier. So sah ich dann ungefähr aus nach ein paar Tagen. Mein Gesicht war komplett angeschwollen unter den Augen. Da sieht es halt einfach komplett anders aus. Das ist so, dass das Blut von oben nach unten abläuft. Also hier sehe ich aus wie so ein Kanisterkopf. Darum ist es auch besser, wenn ihr erstmal 14 Tage zu Hause bleibt. Ich glaube, ihr wollt nicht mit so einem zerknetschten Kopf hier rumlaufen oder auf ein Date gehen oder sonstiges, ne? Also wie gesagt, so ungefähr ist es, wenn du dich dann praktisch einschäumst, wenn du dann ganz vorsichtig das Shampoo vorne auf deine Haare machst, mit diesem Move, was ich schon mal erklärt habe, so das Wasser abgibst, leicht mit lauwarm und die Haare dann praktisch dann dadurch so wäscht. Shampoo lässt du erstmal einwirken, bis es nicht mehr weiß ist und dann kannst du es auf jeden Fall auch abwaschen. Dann siehst du ungefähr so aus, wie es hier auf diesen Bildern ist. So sieht es dann ungefähr aus, wenn ihr eure Haare praktisch waschen wollt und dann, wenn das Shampoo eingezogen ist, dann ist es so ein bisschen weiß. So sehen die Wurzeln dann ungefähr aus, wenn die so ein bisschen die Kruste abgeht. Ne? Das sind so die ganzen Prozesse dahinter auf jeden Fall. Man hat so ein bisschen Bock, da die Wurzeln anzufassen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht, so ganz leicht. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Wie fühlt es sich jetzt dann an? Okay, alles klar, aha. Aber eigentlich solltet ihr es nicht machen. Knubbelt nicht, reibt euch nicht. Ich habe auch manchmal gedacht, nachts, wenn zum Beispiel einfach du mal nachts irgendwie sowas machst, du durch Gesicht reibst und ich habe auch manchmal so, ne, fantasierst du oder läufst du rum oder wuschelst dich rum oder hast eine unruhige Nacht und kommst irgendwo extra an, kannst nichts machen, aber bewusst sollst du jetzt nicht irgendwie dir durch die Haare da wuscheln. Dann lass den natürlichen Prozess der Regeneration, lass es einfach nochmal abfallen, ja. Also dann nicht auf jeden Fall rumknuppeln oder sonst was. Ich wollte die Haarlinie eigentlich noch ein bisschen weiter runtersetzen, weil ich das so ein bisschen weiter unten haben wollte, aber eure Haarlinie ist meistens so, müsst ihr mal gucken. 1, 2, 3. Wenn hier eure Haarlinie ansetzt, an diesen Finger dann habt ihr eine gute Haarlinie. Wenn die ein bisschen höher ist, ist die Stirn höher, aber so ist eigentlich das eigentlich ganz gut zu ermessen. Also 1, 2, 3 und dann habt ihr, wenn ihr da so seid, ungefähr eine gute Haarlinie. Wenn ich jetzt die Haarlinie, das haben mir auch die Ärzte empfohlen, noch weiter runtergesetzt hätte, dann hätte es komisch ausgesehen. Dann hätte ich zum Beispiel meinen Kopf so gewackelt. Es ist so, wenn du deine Stirn wackelst, wackelt ja deine Haarlinie eigentlich nicht. Aber die hätte da mitgewackelt. Das sieht komisch aus. Und die wollten auf jeden Fall, bei Mang Medical One ist es so, die empfehlen dir auf jeden Fall, die machen es so, dass es natürlich aussieht, als ob du, wenn du dann rumläufst, dass keiner denkt, du hast eine Haartransplantation gemacht oder das aussieht wie so ein Helm, das ist so gerade gemacht am Linie. Zeige ich euch jetzt auch gern mal die ganzen Bilder, die dann entstanden sind nach der Haartransplantation, nach der vierten. Also das ist alles jetzt ungefähr so circa fast nach einem Jahr, die Bilder, die ich euch zeige. Und zwar sind es alles diese Bilder hier, die ihr jetzt hier sehen könnt. Und ja, da ist es einfach auch so, dass ich dann einfach, wie gesagt, meine Haare auch mal jetzt wieder einen Kurzhaarschnitt getraut habe, dass ich die Haare auch mal so tragen kann, dass ich einfach zum ersten Mal wieder mir getraut habe, diese Haare einfach kurz zu schneiden. Also es war für mich unvorstellbar damals. Mit den langen Haaren habe ich immer alles überdeckt.
Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wo ich dann damals auch bei X-Diaries war, ja, ich habe ja dann auch die Anfrage von X-Diaries bekommen. Und das ist natürlich so, dass du auch mal im Pool springen musst oder sonst was. Wenn ich eine Szene hatte mit Pool oder sowas, ich habe beim Hochtauchen immer die Haare direkt nach vorne gemacht und habe einfach die Haare dann meistens auch mit den langen Haaren auch versteckt. Und dann kam natürlich auch noch Köln und das war alles in diesem Prozess der Haartransplantation. Und vielleicht versteht jetzt der eine oder andere, der mich damals von X-Diaries kennt, warum trägt der immer eine Cap, Alter, warum trägt der immer eine Cap? Es war schon für mich damals eine sehr tolle Gelegenheit, dass ich mit X-Diaries. Und dann habe ich mir gedacht, so, es ist halt wirklich schwierig, wenn die Haare nicht so gut aussehen. Du möchtest natürlich auch vor der Kamera gut wirken. Wenn du aber eine Glatze hast, nur dein Selbstbewusstsein ist angegriffen. Wie habe ich gedacht, wie kann ich da mal irgendwie eine andere Rolle spielen ohne Cap? Also habe ich natürlich auch meine Rolle praktisch, hat es ja gepasst, als Kevin immer eine Cap getragen. Auch bei den Köln-Folgen meistens. Dann habe ich immer mit Cap geschlafen beim Aufstehen, bei den Aufstehbildern und sonstiges. Hab Filmpool das alles kommuniziert. Er hatte zwei wusste Bescheid und dann hieß es dann irgendwann, Kevin trägt immer eine Cap und das ist bis heute auch so. Bin auch damals in Clubs irgendwie in Köln dann auch immer mit Cap gegangen. Ja, die haben am Anfang immer gesagt, nee, 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 bis es irgendwann dann auch egal war. Dann bin ich auch immer in Cap mit die Clubs gegangen. Die Türsteher haben immer Faxen gemacht oder sonst was, aber dann wurde es irgendwie lockerer und heutzutage kannst du locker easy mit einer Cap, das ist ein cooles Accessoire, kannst in Clubs gehen oder sonstiges. Damals in Köln war es aber so gewesen, da waren Caps nicht erlaubt und ich bin immer dann der gewesen, doch, ich gehe einfach so jetzt mit meiner Cap da rein. Ne? Ja, und dann hatten auch manchmal die Frauen so coole Sachen gemacht, wie zum Beispiel mal die Mütze vom Kopf gerissen und sowas und du stehst dann da und dir ist einfach unwohl, weil du im Club bist und dann stehst du auch in der Öffentlichkeit und dann sind deine Haare so durcheinander. Das ist halt unfair. Also liebe Frauen, zieht den Leuten oder den Männern nicht die Caps runter. Es ist unfair, weil wenn einer dann darunter wirklich Haarausfall hat und die Cap deswegen trägt, ist es ein sehr peinlicher Moment für den Mann und das ist entwürdigend, das ist nicht schön. Und man sollte auch die Leute nicht damit aufziehen, weil es ein sehr, 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 sehr empfindliches Thema ist für Mann und auch für Frau. Nach der dritten Haartransplantation konnte ich dann auch meine Bandanas erstmal tragen. Ne? Ist ja klar, wenn du hier vorne keine Haare hast, wie ihr es zum Beispiel in den ersten Bildern gesehen habt, dass hier vorne nichts mehr war, kannst du auch keine Bandanas tragen. Dann habe ich dann damals auch angefangen, die Bandanas zu tragen. Das bin ich auch einfach. Und ich bin noch nicht irgendwie bereit, meine Haare so normal zu tragen, wie zum Beispiel jetzt auf diesen Bildern, die ich euch gerade gezeigt habe, wo die auch mal ohne sind. Ich weiß, ihr würdet das gerne auch immer, also ich habe auch Feedback bekommen, tragt die ruhig mal öfter, aber ich bin auch noch nicht bereit dafür. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass ich jetzt gerade, ich weiß, es ist ein langes Video, dass ich jetzt einfach mal darüber reden konnte, einfach das mal das Ganze erklären. Ihr müsst euch ja vorstellen, mit 22 habe ich die erste Transplantation gemacht und jetzt haben wir 2020 und seitdem denke ich eigentlich schon drüber nach, irgendwie auch das mal offen zu kommunizieren. Ich habe es immer sehr geheim gehalten, die ganzen Sachen, auch im Fernsehen. Nie meine Haare so wirklich oft gezeigt. Es wussten nur einzelne Leute. Und wie ich es euch gesagt habe, es war immer unangenehm. Es war beschämenswert für mich, offen mit den Haaren rumzulaufen. Aber ich habe immer gedacht, wie schön es wäre, doch einfach mit den Haaren mal rumzulaufen, mal keine Cap zu tragen, sondern wenn es heiß ist. Einfach die Haare so zu zeigen, in den Pool zu springen, hochzutauchen und nicht die Haare ständig zu gucken, liegt alles. Nein. So einfach so ein schönes Gefühl, einfach mal seine Haare so zeigen zu können. Darum habe ich meine Haare auch eine Zeit lang, wie ich jetzt auf diesem Bild zeige, hier zum Beispiel, mal so nach hinten gegeht, weil es schön war für mich, weil ich zum ersten Mal meine, ich hatte immer so ein gewisses Bild von Jean-Claude Van Damme im Karate Tiger 1, der hat diese Haare so nach hinten. Ich fand es so geil, ich fand es so schön als Frisur. Und dann konnte ich mal die Frisur nach hinten machen und dann habe ich Kompliment bekommen, dass es sogar gut aussieht und ich so geil. Boah, es freut mich einfach, meine Haare so tragen zu können und zu sagen, ja, cool, ich kann meine Haare einfach nach hinten gehen, was sind jetzt Haare? Als Schauspieler ist es auch so, wenn man, es ist auch schön, flexibel zu sein, dass man die Haare mal lang wachsen lassen kann oder mal die Haare abrasieren kann oder die Haare kurz tragen kann für gewisse Rollen, weil es passt. Als Schauspieler dann auch hat man mehr Möglichkeiten, dann vor der Kamera auch mal Veränderungen durchzuleben. Und das ist das Schöne daran, dass man auch Veränderungen durchleben kann und auch mal wieder neue Frisuren probieren kann und sonstiges. Ansonsten lasse ich meine Naturhaarfarbe. Ja, ich bin einfach dankbar, dass ich den Schritt gegangen bin und dass ich jetzt einfach auch so die Haare an dieser Stelle habe. Es ist ein langer Prozess, aber für mich hat es sich gelohnt. Andere investieren es in ein Auto oder sonstiges. Ich habe es in die Haare investiert und ich bin sehr dankbar darüber. Und ich bin, es ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin jedes Mal nervös gewesen vor jeder Haartransplantation. Wird es jetzt gut? Wird es jetzt nicht gut? Wie sehen die Haare danach aus? Wachsen sie auch an? Es gibt eine gewisse Anwachsrate. Die Anwachsrate muss man auch mal genau gucken. Vielleicht konnte ich jetzt den einen oder anderen praktisch mal durch die Erklärung ein bisschen einen besseren Einblick geben. Ich weiß, es gibt schon viele Videos zum Beispiel über Haartransplantation, aber ich habe jetzt praktisch schon mehrere Jahre Erfahrung mit diesem Thema, habe mich wirklich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, mit Haarausfall und allem drum und dran, wie es entsteht, was passiert und sonstiges. Und wenn ihr Caps tragt, müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Ja, man sagt, da muss Luft dran kommen, aber wie gesagt, es beginnt von innen der Haarausfall, dass die Wurzeln von innen angegriffen werden. Eventuell könnt ihr eure Haare dadurch ausdünnen, wenn ihr die praktisch ständig mit Caps belastet oder einen Zopf macht oder sonstiges, durchziehen oder sonstiges oder Haarfärbung oder sonst was. Aber am Ende des Tages so richtig die Haarwurzel, dass sie nicht mehr lebt, kann nur von innen passieren. Meiner Meinung nach auf jeden Fall, wie gesagt, was ich mich so an Informationen rangeholt habe. Ja, ihr könnt es stoppen, wie gesagt, mit den Empfehlungen von Finasterid oder ihr deckt eure Haare mit Haareffekt ab oder ihr holt euch eine Perücke oder sonstiges. Es ist einfach ein schönes Lebensgefühl, mit Haaren zu sein und ich hoffe,
dass jeder, der von diesem Thema betroffen ist, irgendwie damit zurechtkommt, dass er eine Lösung für sich findet, dass eventuell doch auch, dass man bald auch einfach sein Leben ganz normal genießen kann und dass es auch eine Sache von Selbstbewusstsein ist, weil nicht jedem Menschen steht eine Glatze. Es ist natürlich auch die dritte Option, die man natürlich auch noch machen kann, indem man einfach eine Glatze sich schneidet. Und vielen Leuten steht natürlich Glatze, aber da brauchst du einen coolen Bart, da brauchst du die Form dafür. Mir zum Beispiel würde keine Glatze stehen und es wäre für mich einfach kein schönes Gefühl, mit einer Glatze rumzulaufen. Jetzt habe ich schon wirklich sehr lange geredet. Ja, krass, dass ich jetzt über das Thema auf jeden Fall so lange geredet habe, aber es ist halt einfach eine lange Zusammenfassung und über Jahre. Ich bin dankbar, dass ich jetzt diesen Schritt gegangen bin, dass ich mich jetzt hier hingesetzt habe und dass es das erste Video ist, auch aus diesem Studio. Für mich ist es auf jeden Fall eine andere Lebensqualität mit Haaren jetzt und ist auch schön, wenn du deine Freundin oder so, deine Partnerin, auch mal durch die Haare streifen kann. Und auch mal da anfassen kann oder durch mal die Haare kraulen kann oder so ein bisschen mal durchfassen kann, weil es auch schön ist einfach so, ne? Und du dich aber sonst immer geschämt hast, wenn du da eine durchfässt. So kannst du auch ein bisschen kraulen lassen, so musst du dich einfach nicht mehr schämen und ich habe mich auf jeden Fall geschämt, ja. Ansonsten, wie gesagt, macht es einfach so wie Kevin Titans. Wir waren ja nämlich an Anfang des Jahres auch in Texas. Kevin Titans hat so gemacht, wenn er 40.000 Likes auf Instagram bekommt, dürfen wir ihn auch von seiner Frau aus, das Go, die hat dann das Go gegeben, ab 40.000 Likes, die Haare abscheren, also eine Glatze machen. Wir waren, glaube ich, was bei über 25.000 dann angelangt. Da muss man auch schon abreisen. Und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt, Bro? Und er hat gesagt, komm, wir machen es trotzdem. Wie ihr es jetzt auch in diesem Video gerade seht, einfach dahingesetzt. Er war erstmal richtig schockiert. Er hat einfach dann gar nicht mehr gewusst, was gerade abgeht. Wir haben einfach wirklich seine Haare abrasiert und es war für ihn ein Schock erstmal am Anfang und wir dachten so, oh, was machen wir da? Das Video habe ich noch nicht hochgeladen, aber jetzt zu diesem Thema passt es einfach. Und dann hat er die Glatze gehabt und jetzt zeige ich euch mal, wie er nach dieser Sache aussah. Ich persönlich war auf jeden Fall sehr überrascht. Schreib einfach mal wirklich in einem Wort, wie du dich gerade fühlst. Wie ein neuer Mensch. Ist es jetzt kühler auf dem Kopf? Ein bisschen. Eines Tages ist es einfach eine richtig gute Frise geworden. Ich persönlich stehe den richtig gut, sollte öfters tragen. Meiner Meinung nach sieht er mit Glatze richtig, richtig gut aus. Kevin ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für ein Glatzenkopf. Also er kann sehr gut Glatze tragen. Also es steht ihm wirklich sehr gut. Er sieht irgendwie aus wie Dominic Purcell von der Serie Prison Break. Und irgendwie haben die auch Ähnlichkeiten. Ihm steht eine Glatze sehr, sehr gut, wie ich finde. Er sollte auch weiterhin so tragen. Ich glaube, er hat es auch weiter jetzt nochmal gemacht danach. Also das auf jeden Fall nochmal als Funfact an dieser Stelle. Wer weiß, vielleicht steht denn auch dann dir eine Glatze. Probier es erstmal aus, bevor du sowas machst. Vielleicht musst du auch keine Operation oder sonst was machen und kannst auch einfach Glatze tragen. Ich finde nämlich, eine Glatze hat auch was sehr Attraktives, wenn man auch dazu den gewissen Kopf hat oder auch einen guten Bart. Und es steht auch vielen Männern. Als Frau ist es natürlich schwieriger. Deswegen glaube ich, dass es für die Männer eher auf jeden Fall noch so ein Vorteil sein kann. Ja, das war es auch eigentlich. Es war ein Thema, was ich lange nicht kommuniziert habe und ich es jetzt mit euch praktisch öffentlich kommunizieren durfte und ich jetzt natürlich auch hier ein Video habe, wo man immer wieder darauf verweisen kann, wenn einer Fragen hat, zum Beispiel über die Haartransplantation. Ich möchte euch mit diesem Video Mut machen, dass es auch okay ist, dass man darüber spricht, mit diesen ganzen Einzelheiten, die ich durchlebt habe, natürlich auch zeigen, wie der Prozess ist, wenn man so eine Haartransplantation macht und was Vor- und Nachteile sind. Also ich hoffe, ich konnte jetzt den einen oder anderen praktisch motivieren oder helfen oder so ein bisschen, da ich meine Lösungen vorschlagen. Ich gehe sehr mit diesem Thema respektvoll um. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder schreibt mir auf Instagram. Ich bin auf jeden Fall erreichbar. Achso, eine Sache, die mir noch einfällt, wenn ihr eine Haartransplantation macht, trinkt Kaffee oder ihr raucht oder ihr trinkt Alkohol oder sonstiges. In dieser Zeit, die ersten 14 Tage kein Koffein oder irgendwas Kaffee trinken mäßiges, weil es verdünnt euer Blut mit zum Beispiel mit Alkohol. Da wird einfach euer Blut verdünnt, das ist nicht gut, das wird euch auch nochmal erklärt. Bitte nicht rauchen. Ihr investiert wirklich viel Geld. Ihr habt nur dieses eine Leben und ihr habt nur diese eine Gesundheit. Gebt auf euch Acht allgemein. Ich persönlich rauche nicht. Ich trinke schon seit über 4 Jahren keinen Alkohol mehr. Nehme auch keine Drogen oder sonstiges. Passt da einfach auf und vielleicht seht ihr es auch einfach als Chance, wenn ihr raucht, zum Beispiel dann nach den 14 Tagen einfach nicht weiter zu rauchen und aufzuhören. Es tut euch einfach nicht gut, es tut eurem Körper nicht gut und wenn ihr schon praktisch dann noch weitermachen wollt, könnt ihr auch gerne weitermachen, jeder wie er mag. Ich persönlich entferne mich von solchen Dingen. Ich möchte damit irgendwie nichts zu tun haben. Ich möchte halt einfach, wie gesagt, immer Acht auf mich geben, weil mir die Gesundheit sehr wichtig ist und ich bin dankbar dafür, dass ich gesund sein darf. Jeder wie er mag, aber in der Zeit würde ich euch empfehlen, es nicht zu machen, wenn ihr dann viel Geld ausgebt und nachher habt ihr kein gutes Ergebnis, weil ihr dachtet, ach, ich muss jetzt mal ein bisschen ein Bierchen trinken oder dazu eine Fluppe rauchen oder sowas. Ist auch schade. Also wisst ihr Bescheid, ich hämmer mir jetzt noch meinen Saft und ansonsten würde ich sagen, only water. Ja, das war das erste Video aus dem Studio und ich freue mich natürlich auf weitere mit euch, natürlich hier aus diesem Room. Ja, schmeckt der Lachs. Diejenigen, die jetzt immer noch dran sind und das Video angeschaut haben, danke fürs Zuschauen und dass ihr dran geblieben seid. Also in diesem Sinne,
euer Danny. Bis zum nächsten Mal.